Liebe Kinder, liebe Erwachsene, Schwestern und Brüder, es kommt ein Hauptmann zu Jesus im heutigen Evangelium und das allein ist schon sehr bemerkenswert, wenn man es genau betrachtet. Ein wichtiger, ein mächtiger Mann, der Römer, der selbst von sich sagt, dass er es gewohnt ist, auch Befehle zu geben. Er zu seinen Dienern sagt, was sie tun sollen. Ja, und plötzlich ist dieser mächtige und wichtige Mann machtlos. All seine Kraft und Stärke, sein Rang und sein Name helfen ihm nichts mehr. Er sucht Hilfe bei seinen Feinden, einem Juden, bei Jesus. Ja, mitunter geht es auch uns Menschen heute so. Solange wir befehlen können, solange wir oben auf sind und alles rund läuft, ist es scheinbar gar nicht nötig, Gott anzuflehen. Solange der Mensch der Macher ist, braucht, ja, soll Gott gar nichts machen. Und dann kommt plötzlich der Moment, wo es nicht mehr rund läuft, wo wir an die Grenze des Machbaren stoßen. Krankheit kann so eine Grenze sein, wie sie uns heute im Evangelium begegnet. Da helfen plötzlich alle Tabletten und Therapien der Welt nicht mehr. Da brechen Zukunftspläne und Weltbilder zusammen und lassen uns ahnen, dass wir Menschen recht wenig in der Hand haben und machen können. Aber auch andere Beispiele fallen mir ein. Auf vielfältige Weise können heute Menschen scheitern und an ihre Grenzen stoßen. Familiär, wenn man merkt, dass sich eine Beziehung totgelaufen hat und man bei bestem Bemühen draufkommt, dass einfach nichts mehr geht. Wenn man in Süchte gefangen ist, die einen fesseln, die einen nicht mehr loslassen und langsam das eigene Leben zersetzen. Wenn man die Arbeitsstelle ohne Schuld verliert, die das Einkommen einer Familie gesichert hat. Oder auch umgekehrt, wenn einem die Arbeit auffrisst und jede Energie und Freude nimmt, bis die Kräfte schwinden oder man gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Ja, ich glaube, nicht nur in solchen Situationen, aber besonders dann, denkt man wieder an Gott mit der einfachen Bitte auf den Lippen, die auch der Hauptmann ausgesprochen hat: Herr, komm und hilf mir. Ich an Christi Stelle wäre an dieser Stelle wahrscheinlich ein wenig angefressen oder angebissen. Natürlich, jetzt kommst du, wo es dir schlecht geht. Aber Jesus denkt nicht so. Jesus bietet gerade dann seine Hilfe an, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Not sind, auch wenn wir nur einmal oder das erste Mal kommen. Und er bietet sie jedem Menschen an, auch dem heidnischen Hauptmann, der nicht einmal dieselbe Nationalität, ja, die nicht dieselbe Religion hat wie Jesus selbst. Er weiß das und er formuliert den berühmten Satz, den wir in jeder Eucharistiefeier miteinander etwas abgewandelt beten. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener zu Hause gesund. Ja, Jesus lässt sich nicht abhalten. Trotz der faulen Kompromisse, die wir als Menschen manchmal eingehen, der Ungeduld, unserem Scheitern, trotz den Ausflüchten, der Untreue, Halbherzigkeit. Vielleicht erleben wir in unserem Leben solche Momente und fühlen uns auch oft genug nicht würdig. Herr, ich bin nicht würdig. Aber wie gesagt, Jesus lässt sich so einfach nicht davonscheuchen. Er lässt sich nicht abweisen und noch viel weniger abhalten von so manchen Ecken und Kanten, die wir haben, von den Schattenseiten unseres Lebens. Er lässt sich auch nicht vom heidnischen Hauptmann abhalten oder von den Dienern, die er ihn entgegenschickt. Er lässt sich auch von uns nicht abhalten, die wir immer wieder zu ihm kommen, wenn wir den nötigen Glauben und das Vertrauen aufweisen. Und genau dieses große Vertrauen ist es, das Jesus beeindruckt. Er sagt, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Das muss seine Jünger und Freunde, die ihm gefolgt sind, sehr hart getroffen haben. Dass hier ein Ausländer, ein mächtiger Feind von den Juden, ein Römer, so von Jesus gelobt wird. Aber dieser Hauptmann weiß eben um die Kraft und Macht von Jesu Wort und sagt, sprich nur ein Wort,
so wird mein Diener gesund. Und es ist dieses Vertrauen, dieser Glaube des Hauptmanns, der schließlich Genesung schenkt. Viele Menschen erfahren auch heute noch diese befreiende und heilende Kraft, die im Glauben liegt. Nicht nur, wenn es einem schlecht geht, wenn man Hilfe braucht, auch darüber hinaus kann Jesus uns, unsere Seele, uns gesund machen. Er kann uns von unserer Lähmung befreien aus den Zwängen des Alltags. Er führt uns zu größerer inneren und äußeren Freiheit und er hilft uns besonders aus den Trümmern vielleicht des Scheiterns auch heraus. Den Glauben dazu braucht es, den Glauben, den es zu stärken gilt. Das Vertrauen in den einen Kernsatz, den wir immer wieder beten. Herr, ich bin nicht würdig, aber ich weiß, ich vertraue darauf, dass du dich nicht abhalten lässt davon. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Amen. Das Jubelpaar in die Mitte bitten für den ganz speziellen Segen nach 25 Jahren. Herr und Gott, Schöpfer der Welt, du hast den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Wir danken dir, dass dieses Paar 25 Jahre im Sakrament der Ehe verbunden ist und bitten dich, segne diese Eheleute, stärke ihren Glauben, festige sie in der Hoffnung und lass sie in der Liebe wachsen, damit sie eine gute Ehe führen und das Beispiel eines christlichen Lebens geben. Herr, lass sie in der Gemeinschaft deiner Kirche mit dir verbunden bleiben, alle Tage ihres Lebens deinen Namen preisen und der Welt Zeugnis von dir geben. Gewähre ihnen ein hohes Alter und schenke ihnen nach diesem Leben die Vollendung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.